Hi, Anna Quanah hier. Heute möchte ich das Thema Diebe ansprechen. Der Erfolg für eine gute Liebe ist für mich, in meinen Augen, die Herzberührung, die emotionale Intelligenz sowie die Intelligenz von beiden Partnern. Die Aufrichtigkeit und auch die Authentizität. Die Attraktivität, Gemeinsamkeiten, die gemeinsamen Hobbys entdecken und vielleicht auch aktiv zusammen umsetzen. Gemeinsam vielleicht auch Freunde, Bekannte entdecken und aktiv pflegen. Dass wir Gefühle in Partnerschaft leben und ausleben. Die Kommunikation für gute Gespräche ist sehr wichtig und wird meistens vergessen. Dem Partner zuzuhören ist für die meisten Männer leider sehr schwierig. Aber gehört genauso dazu. Das Aktivsein an sich ist auch ein wichtiger Punkt. An sich arbeiten und sich auch selbst weiterentwickeln ist immer eine Veränderung in beide Richtungen, ins Positive, aber auch ins Negative. Doch beides hat seine Reize. Das Füreinander-Dasein stellt das Logischste aller Dinge in der Liebe vor. Das Miteinander und das Leben zusammen leben wollen, ist, denke ich, auch ein großer Teil, der dazu beiträgt, dass die Liebe erfolgreich ist. Die Frau sollte weiblich sein, sowie der Mann männlich. Die Achtsamkeit, aber auch die Ehrlichkeit spielen auch eine sehr, sehr große Rolle. Zärtlichkeit, Erotik und Sex gehören selbstverständlich auch dazu. Ein liebevoller und respektvoller Umgang sollte stets vom Herzen gelebt und gepflegt werden. Das ist alles nicht unbedingt viel, wenn man ernsthaft in einer harmonischen, einzigartigen und langlebigen Partnerschaft leben möchte. Denn die Kunst, dem richtigen und passenden Partner dafür zu begegnen, ist gegeben. Mir ist dieser Mensch schon begegnet. Doch leider habe ich irgendwas falsch gemacht. Eigentlich habe ich nichts falsch gemacht. Der Mensch, dem ich das geben wollte, dem wurde es zu viel. Der Mensch, den ich meine Liebe schenken wollte, konnte mit meiner Liebe nichts anfangen. Ich hoffe und bete immer noch, dass diese Frau irgendwann wieder in meinem Leben erscheint. Da auch ihre Probleme sowie meine Probleme momentan Vorrang hatten, wer weiß, was die Zukunft bringt. Hier sagt ein Realist, der noch träumen kann und an die unendliche große Liebe glaubt. Und falls nicht, irgendwann bekommen wir alle die große Liebe. Wer an Gott glaubt, der ist nie verloren. Euer Anna Quanah TV. Bye.